Willkommen in Potter's Bluff. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Potter's Bluff Reviews. Heute stelle ich euch den fantastischen Soundtrack vor zu Birdman oder die unerwartete unerwartete Macht der Ahnungslosigkeit. Auf Englisch The Unexpected Virtue of Ignorance. Der originale Drumscore von Antonio Sanchez, was auch wirklich Wahnsinn ist, denn der Score, der für den Film geschrieben wurde, besteht wirklich nur aus Drums. Hier sehen wir ein schönes Alternativ-Plakat hier mit Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton und, wie heißt die kleine, Emma Stone auf dem Broadway. Sehr schöne Details dabei. Hier hinten sieht man auch noch Zach Galifianakis. Echt cooles Detail und das Theater, in dem der Film spielt. Hat er nicht zu Unrecht den Oscar gewonnen für den besten Film des Jahres. Die Rückseite ist auch ebenso cool mit dem tollen Plakatmotiv hier. Hier sehen wir auch, es ist ein Gatefold mit zwei Platten. Genau. Also auf der A-Seite haben wir den kompletten Drumscore von Sanchez und auf B, C und D haben wir die klassischen Auszüge aus den Filmen, was auch sehr schön ist dabei. Ist viel dabei, auch Gustav Mahler zum Beispiel oder Tchaikovsky. Ganz coole Klassikstücke. Dann haben wir ein wunderschönes Gatefold mit totalen coolen hinter den Kulissen Aufnahmen hier. Beispiel Mike Kidney als Birdman, wie er Inarritu dem Regisseur auf den Kopf tritt. Hier cool hinter den Kulissen Aufnahmen. Hier auch, das hier ist wahrscheinlich das coolste Bild. Edward Norton mit dem Ständer und der Regisseur da mitten und alles mit Blut bespritzt. Wirklich fantastisches Finalbild. Und ja, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Tolle Sachen hier dabei. Kommen wir jetzt mal zu den Platten selbst. Die sind in Schwarz. Diesmal keine Farbe, aber wie gesagt, muss ja nicht immer sein. Und ihr wisst ja, Schwarz hat einfach die beste Tonqualität. Und dass sie das auf zwei Schallplatten aufgeteilt haben, macht die Qualität noch besser. Dann haben wir hier im Gatefold die zweite LP. Das gleiche Spiel, auch in Schwarz, mit den gleichen Labels. Seht ihr hier, sehr schön gemacht. Und als kleines Goodie, das habe ich gar nicht gesehen, als ich bestellt habe, finde ich voll genial, ist noch enthalten ein großes Insert, Hochglanz, dicken Druck, mit dem coolen Alternativcover, mit dem gemalten hier. Finde ich sehr, sehr cool. Hier auch mit kleiner Notes von Regisseur Inarritu und noch ein paar Bildern und natürlich den obligatorischen Credits. Sehr schön gemacht. Ebenfalls enthalten ist, denke ich zumindest, ja, hier ist er. Den werde ich aber leider nicht rausgeben, weil den will ich wirklich mal einlösen. Hier noch ein Download-Code für den kompletten Soundtrack. Jo, damit die MP3-Fetischisten auch was haben. Ja, das war's zu Birdman oder die unerwartete Macht der Ahnungslosigkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Toller Soundtrack, kann ich sehr empfehlen. Und ja, das war's dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir ruhig. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und schaut euch Birdman an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Der kommt demnächst auf Blu-ray raus, wenn ihr im Kino verpasst habt. Habt ein schönes Leben. Wie immer, geht ins Kino und erfreut euch am Sommer.